In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Machst du mein Handy aus? Und so, ihr Lieben, wieder der nächste Tag. Wir haben uns fertig gemacht. Übermorgen feiern wir Linas Geburtstag im Indoor-Spielplatz und ja, dafür müssen wir noch ein paar Sachen kaufen. Ja, du suchst wieder, ne? Hast du wieder Hunger? Nein. Ich still dich, bevor wir gehen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall fertig gemacht. Alle drei, aber davon gibt es gleich schon Fußball. Und dann... Ja, ich muss jetzt erstmal Lina stillen, sie hat nämlich Hunger. Lina, warte. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Auf dem Weg zur Action. Und ich sitze hinten, seit neuestem. Lina sitzt bei ihrem Papa. Lia sitzt neben mir. Lina, gibst du Papas Handy? Ich komme jetzt. Hi, Papa, Aqua! Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Action. Lia weint jetzt auf jeden Fall, weil der Schnuller rausgefallen ist. Sie hält immer ihre Hand vor dem Mund, damit ihr Schnuller nicht rausfällt, aber manchmal fällt der dann doch raus. Genau, ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Action. Ich versuche die Kamera natürlich anzulassen. Mal schauen, wie das klappt. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein paar Teller kaufen für Knabberzeug. Und ich schaue mal, ob ich bei Action Knabberzeug finde. Ansonsten holen wir morgen bei Kaufland Getränke und dann auch noch Knabberzeug. Ja, also bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt an der Kolbstraße. Audet holt jetzt zwei türkische Pizzen. Wir haben Hunger. Lina bekommt Pommes. Lia schläft. Ich habe sie eben gestillt, als wir vom Action rausgekommen sind. Und wir haben einiges geholt. Schon ist es ja so, die Sachen sind so günstig. Dann packst du alles ein. Am Ende bist du erstaunt darüber, wie teuer das eigentlich ist. Aber wir haben auch so eine Klappbox geholt für unsere Wäsche. Und Trinkgläser haben wir geholt. Ich zeige euch aber alles, was wir gekauft haben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch kurz zu Kaufland. Was? Willst du was von links, Sammler? Nee. Und du willst hier, guck hier, was wollt ihr? Alter, das ist eine Spinne, ich bin nicht mehr schwanger. Oder meinst du, weil Dings kommt? Alle. Ich wollte nicht zu dir, dann will ich dir so eine hauen. Willst du? Papa, kommt jetzt. Papa, holt dir Pommes. Meine Mädels! Hi, Leptad. Nee. Mama, nee. Nein. Ah. Willst du Pommes? Meine Mädels. Was denn? Sie will mit dir reingehen. Wir wollten eigentlich Lokum kaufen, aber die haben um 18 Uhr geschlossen. Der Laden ist auch hier irgendwo, aber wir wollen jetzt auch nicht nach links fahren und dann müssen wir eigentlich nach rechts, weil Kaufland auf der rechten Seite ist. Deswegen dachte ich mir, komm, dann holen wir morgen oder so. Ja, dann brauchen wir noch türkische Pizza für Freitag. Das müssen wir morgen oder so bestellen. Und Linas Torte sieht auch hammermäßig geil aus. Ist eine Elsa-Torte. Aber das seht ihr ja alles im Geburtstagsvlog, ne? Ja, ich warte jetzt auf die beiden und dann gehe ich mal kurz zu Damla rein, was es da gibt. Leckeres. Weil Alan kommt zu uns. Die Jungs wollten heute Fußball schauen. Über Design. Design. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann schauen. Sie ist direkt aufgewacht, guck mal. Sie hat drauf gewartet, dass du sie rausnimmst. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir geholt haben. Und zwar waren wir bei Kaufland und bei Action. Moment. Sie denkt, das ist zum Bauen. Das ist für die Wäsche, Lina. Wir haben Eistee hochgebracht. Dann haben wir einmal Brot. Die sind voll lange gültig, ne? Guck mal, bis zum 24.12. Müllschnitte. Brokkoli. Lecker?
Brokkoli kannst du auch dir helfen. Ja. Dann noch ein Eistee. Wir haben aber keine Tüte draußen. Ich habe nicht zu Lina mit einer Mülltüte. Lina, gern, wo will er denn? Genau, für Lina einmal die Strumpfhose für ihr Kleid. Dann zweimal Kräuterkorb für Pumpisch. Dann zweimal Geflügelmortadella. Wir haben eigentlich vorgestern eins gekauft. Oder war das gestern? Weiß ich nicht mehr. Lina hat das schon mehr gegessen. Die komplette Packung. Dann bei Action haben wir Handschuhe. Gläser. Da steht jetzt Worte drauf. Wie viel haben die gekostet? Drei Stück? 1,99? Ne? Ja. Das müssen wir waschen. Dann hat Lena sich noch diese Minimaus-Flasche geholt. Aus Plastik. Dann haben wir diese Tüten geholt, weil wir. Ich habe die letztes Mal zurückgelegt. Für Linas Geburtstag. Einmal Smarties, diese Süßigkeiten, keine Ahnung was das ist. Ich pack die mit in die Tüte rein. Und auf, auf. Dann einmal Spülung. Lass auf. Auf. Ich grad kurz. Dann hat auch der zweimal American Mix mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ob die schmeckt. Ja, kannst du ins Bad bringen. Das zweimal. Eine Habo. Also für den Fisch am Freitag, ne? Dann zweimal. Ich glaube, das ist genau was für dich, ne? Was denn? Das hier. Ja, Baba, ja. Das musst du mir waschen. Ja? Ja. Das ist genau was für dich. Das. Was denn? Das hier. Nein, Lina. Was denn? Das heißt, nächste Woche. Ja, okay. Dann habe ich einmal, also Audrey hat das Original mitgenommen. Die packen wir dann auch in die Tüten ein. Dann einmal diese Waffelkekse. Süßigkeiten auch in die Tüte. So, was soll ich da rein tun, Lina? Im Wasser? Dann noch zwei Kerzen von Eric. Und was? Für 2 Euro. Gut, dass du nicht bei Kaufland keine Chips geholt hast. Das sind ja die gleichen. Ja, ja. Und zweimal diese Nestle-Chips. Und nochmal das hier. Also Schatz, die lasse ich dann direkt hier drinnen, ne? Ja. Ah, so, das nehmen wir nämlich am Freitag mit zur Geburtstagsparty. Ich bereite mir jetzt diese Tütchen vor. Und dann mal schauen. So, ihr Lieben, ich bin mich gerade am Schminken. Und dann wurde ich unterbrochen von Lia. Sehr, nichts Neues. Ja, ich muss mich jetzt fertig machen. Heute ist bei Linas Geburtstagsfeier. Ja, Schatz. Warte mal. Ja, wir waren gestern im Krankenhaus mit Lina. Lina hat, Moment, die ganze Zeit Mundauer gesagt. Wir haben jetzt natürlich Schmerzmittel bekommen. Jetzt hat sie, ist es auch besser geworden. Ja. Der Mann? Gleich. Und ja, wir müssen jetzt mal schauen, wegen dem Kuchen. Der ist nämlich jetzt fertig. Oh, der holt gerade die türkischen Pizzen ab. Ja, ich schmink mich jetzt schnell und dann melde ich mich bei euch. So, ich bin fertig. Ich habe Lina jetzt ganz normal angezogen. Oh, der meint, wir ziehen sie dann da an, solange sie da spielt, weil wir müssen ja auch noch den Raum schmücken. Lia habe ich gestillt. Sie habe ich auch noch nicht angezogen. Ich mache das alles da. Und übrigens, Leute, ich habe so ein schönes Oberteil von Chiquel zugeschickt bekommen.
Malen. Ich zeige euch das. Das gefällt mir so gut. Ja, danke, Schatz. Warte kurz, ja? Ich weiß gar nicht, wo ich euch das am besten zeigen kann. Moment. Das sind mehrere Teile. Also zum einen einmal dieses Oberteil. Ich finde das total schön. Richtig schön finde ich das. Und Leute, ich habe mich gestern gewogen. Vor der Schwangerschaft habe ich 64 Kilo gewogen und jetzt wiege ich 62. Wir waren ja gestern im Krankenhaus und da habe ich mich gewogen. Also ich bin richtig stolz drauf, dass ich jetzt sogar weniger wiege wie vorher. Ich muss natürlich jetzt noch mehr aufpassen, ne? Weil ich will eigentlich eine 50-stellige Zahl haben. Und mein Gesicht gefällt mir so besser. Audel sagt, ein dickeres Gesicht passt mehr zu dir, aber ich finde, so ein dünneres Gesicht passt mehr zu mir. Was sagt ihr? So, dann einmal dieses Oberteil. Ja, mein Schatz. Das sieht auch sehr schön aus. Was denn? Das würde ich kombinieren mit einem Rock, mit einem Lederrock. Ich habe das heute auch angezogen, aber ich kann die ja dann leider nicht stillen, deswegen. Das war übrigens Größe S, auch Größe S und das ist so eine One-Size-Größe. Die ist mir aber ehrlich gesagt zu breit. Die würde ich dann, wenn ich auf der Couch liege, anziehen. Das ist eine One-Size auf jeden Fall. Und die Qualität ist dieselbe Qualität wie bei den teuren Läden. Also ich finde auch, die Qualität ist fast dieselbe wie bei Zara, wenn ich ehrlich bin. Und einmal dieses Kleid, dafür muss ich aber noch ein bisschen abnehmen. Und meine Oberweite ist zu groß dafür. Das geht richtig rein. Also darunter müsste man ein schwarzes Top oder so anziehen. Aber richtig schön. Aber dafür musste ich halt noch 2-3 Kilos runter haben. Das wollte ich euch kurz zeigen. Und sonst gehen wir jetzt auch los. Mit diesem Rock würde ich das dann anziehen. Das, was ich euch eben gezeigt habe. Das sieht doch mega aus. Aber dann mache ich jetzt hier das dann aber. Dann kann ich die ja nicht stillen. So, Lina, komm, Schuhe anziehen. Baba kommt jetzt. Ja, Audel ist jetzt die türkische Pizza kaufen gegangen. Ich wollte eigentlich einen Vlog hochladen, aber der dauert. Das dauert noch 55 Minuten. Deswegen denke ich nicht, dass es heute noch ein Vlog online kommt, aber dafür morgen. Und für die Tüten habe ich auch eingepackt. Da sind jetzt ein paar übrig geblieben. Ich habe jetzt auch nur 8 oder 9 Stück. Ja. Spucktuch, Schatz, Spucktuch. Ja. Und voll viele haben gefragt, ob ich meine Haare gefärbt habe. Nein, Leute, das ist nicht so aufgefallen. Meine alte Haarfarbe wächst ja raus. Jetzt sieht das aus wie so ein Ombre. Weil ich meine Haare immer zu habe. Fällt mir auf. Das nehme ich auf jeden Fall mit, falls sie mal wieder Schmerzen bekommen sollte. Sie hat jetzt heute um 11 Uhr eins bekommen und alle 6 Stunden darf sie das nehmen. Das heißt um 17 Uhr. Ja. Genau, das nehme ich auf jeden Fall mit zur Sicherheit und für Lea habe ich auch Sachen eingepackt. Mal schauen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt da in unserem Raum. Wir haben hier dieses Raum hier reserviert. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Man kommt hier rein. Genau, du kannst den Merk ausziehen, ja? So, ich hier die andere Sachen noch nicht gucken jetzt, ja? Ja. Yep. So. Das ist richtig schön. Das ist so ein Prinzessinnenzimmer. Nina, komm! Ceketini çıkar, hadi elbiseni giydireyim. Nina! Ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es schön. Also reicht auf alle Fälle. Und hier steht dann, heute feiert Lina. So, wir sind jetzt fertig. Die drei liegen übrigens auf dem Boden, keine Ahnung warum. So, also hier kommen die Geschenke hin. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur die Bibi-CDs hier drin und ein Gesellschaftsspiel, weil Lina hat wirklich genug bekommen zum Geburtstag, habt ihr ja gesehen. Sehr viele Firmen haben auch was zugeschickt. Dann kommt ihre Freundin, für die beiden habe ich die gekauft. Ja, wäre schlauer gewesen, dieselbe Farbe zu kaufen, aber gab es leider nicht. Dann haben wir hier die Tüten zum Mitnehmen. Dann haben wir hier Salat, den hat Audel gemacht. Dann haben wir hier noch Granatapfelsirup, Zitronensaft und Salz. Ja,
Und das ist der gedeckte Tisch. Und ja, steht übrigens da drin. Ich nehme sie aber jetzt raus. Sie sollen nicht so lange da drin liegen. Genau. Und natürlich dürfen Zitronen nicht fehlen. Okay, jetzt aber singen. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Lina. Happy birthday to you. Also du musst jetzt was. Nochmal? 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 Ja, okay, mach mal. Ja, siehst du was? Wow! Linda! Nochmal! Warte. So. Nochmal! Nochmal! Warte, Schatz, hier haben wir Würfel. Warte. Eine. Lass mir mal ein Stück übrig. I tried giving you my heart. Now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. Now I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time, but I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. Know you hurt me bad. It's alright, it's okay. It's alright. I did everything for you, even though you gave me nothing back. I guess that I wasn't enough this time. Tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Der Geburtstag war super, super schön. Ja, ich zeige euch mal kurz die Geschenke von Nina. Also, meine Mama hat ihr Geld gegeben und hat eine Karte geschrieben.
tun wir einmal weg. Mama, auf, genau, einmal das. Dann hat sie. Soll ich das auch machen? Nee. Nein! Okay, sorry, sorry. Moment. So, dann hat sie bekommen, ich weiß jetzt nicht mehr, was sie geschenkt hat. Einmal diese Jacke hier von Hello Kitty. Das ist 116, das wird aber dann wahrscheinlich passen. Ist super flauschig. Einmal das. Dann dieses Oberteil, da steht Smile drauf. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe das ist, aber das wird ihr auch passen. Ja, 104, genau ihre Größe. Dann, ich zeige jetzt alles durcheinander, diese Leggings, einmal das Größe 116, das könnte sie aber jetzt auch anziehen, dieses Oberteil. Dann hat sie von ihrer Freundin einmal dieses Spiel bekommen, Pitch Platsch Pinguin. Das hatte sie schon mal, das Spiel. Sie hat das bei McDonald's bekommen, da wo es diese Aktion gab. Dann einmal drei Puzzle von Elsa. Dann Knete von Pedro. Warte, Schatz. Dann hat sie die CDs, habe ich ihr eingepackt gehabt, was sie von Kiddings bekommen hat. Dann einmal dieses Oberteil von C&A ist es, glaube ich. Dann hat sie einmal. Schatzi, schmeiß aber alles weg. Von Tinti zwei Sachen bekommen. Hier, guck mal, willst du das mitnehmen? BGBG? Einmal eine Meldung. Ja. Das Spiel habe ich auch mitgenommen. Eine Zahnbürste hier. Dann sind hier Stifte drinnen. Von My Little Pony. Und dazu hat sie auch ein Malbuch bekommen. Zum Lesen, glaube ich. Genau, mit 48 Seiten. Ja, ich räume jetzt alles ein. Und danach geht Lina auch baden. Und dann kann sie schlafen gehen. Sie war gerade in der letzten Stunde der Geburtstagsfeier so kaputt und angeschlagen. Also man merkt langsam, da ist eine Mandelentzündung. Und ja, jetzt muss sie sich ausruhen. Das war genug für heute. Und dann geht's auch schlafen. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, der Vlog hat euch gefallen natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Übrigens war die ja sehr ruhig, Gott sei Dank. Also sie hat kaum geweint. Und ja, sie hat sich aber mega übergeben. Ich musste sie auch umziehen. Aber ich wollte ja so oder so umziehen. Eine Hand. Ah ja? Ja. Hast du da reingetan? Ja. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.